Ich bin gerade mit Yoshigashi und später gehe ich dann noch mal kurz in einen Tierladen, ja, weil ich was besorgen will, beziehungsweise was schauen will, dann nehme ich euch natürlich auch mit. Nein! Ja, das passiert mir schon mal was. Er schnuppert, aber einmal ist er auch dahin, da konnte ich es abrufen lassen. Da muss ich ein bisschen auf ihn drauf schauen. Ich muss auch noch mal kurz melden, da bei uns ist ja so mit dem Jagdtrieb. Es wird schon mal besser, es kann ihn schon mal eher mit... ohne Leine laufen lassen. Mich würde mal interessieren, hatten eure Hunde auch Jagdtrieb? Oder haben eure Hunde Jagdtrieb? Schreibt mir mal einen Kommentar, wo ihr die bekommen habt, dass ihr Jagdtrieb habt, ihr gar nichts damit zu kämpfen habt. Dass eure Hunde Jagdtrieb haben oder dass ihr... Ich habe gerade nochmal zum Training diese Entenbrustdinger klein gemacht. Und Palsy finde ich echt toll, kann wirklich jedem empfehlen. Die gibt es halt auch von anderen Marken und so. Die von Dokas sind wir auch sehr begeistert. Aber die finde ich halt echt toll, weil die kann man einfach so klein schneiden, dann hat man die perfekten Trainingsleckerlis und kann man den Hund einfach auch mal so geben oder kleine Trainingsleckerlis. Das finde ich echt toll und kann es auch wirklich empfehlen, weil ein paar mich ja mal gefragt, so mein Lieblings ist, was ich empfehlen kann. Vielleicht mache ich mal so ein Video, mein Lieblingsempfehlsorten. Aber die kennen sich aus einigen Videos von mir und ja. Sitz. Kriegt ihr hier noch was zum Kauen? Das ist leer. Ich habe nur jetzt die offenen Sachen mal auf meinem Schreibtisch. Ich weiß nicht, auf, warum sie unordentlich, aber er holt sich die sonst runter und ja, soll er nicht. Okay, ist auch offen, aber trotzdem. Und übrigens habe ich auf Instagram gepostet. Ich habe jetzt ewig lang nach Dr. Clauders gesucht und endlich habe ich Dr. Clauders mal bekommen. Ich mache noch ein Aufbrauvideo, so wundert, dass nicht jetzt alles drin ist. Ich such's grad. Ich will das auch nicht zu viel zeigen. Da. Und dann habe ich einmal die kleine Packung gekauft. Die war nach zwei Trainingstagen voll leer. Die war voll schnell leer. Und bin froh, dass ich nochmal die große Packung gekauft habe. Weil ich wollte halt mal die große rausprobieren. Auch wenn sie jetzt nicht nur ein großes Regal. Aber die von dem ins Essen. Begeistert, die kann ich auch erst empfehlen, also die finde ich erst top. Ja. Finde ich so cool, ne? Die mag ich erst. Und ja, nur das Problem ist halt, bei uns gibt es die nur beim Zoo und Co. Und der Zoo und Co. ist halt weiter weg. Und heute gehe ich wahrscheinlich zum Fressen ab und zum Dinner. Weil ich keinen Bock habe, so weit weg zum Zoo und Co. fahren, weil es schon eine Weile dauert mit dem Bus und so. Aber was ich einmal gemacht habe, ist erst froh, weil ich habe endlich Dr. Clauders entdeckt. Und wenn ich da wieder bin, hole ich mir sofort wieder mehrere Packungen. Ja. So, schaue ich mal nach dem Silas. Ja, ich komm. Na? Ist das die erste Folge oder hast du eine neue angemacht? Ich habe eine neue. Okay. Das ist nicht so gut schon alles. Wir sind jetzt Gassi. Sie ist auch dabei. Obwohl ich bin nicht dabei. Hey. Ja. Immer dabei. Nicht immer. Ja, ich finde das gerade so brav, mein Silas. Wir haben uns auch gestern auch für trainieren, wo man fast täglich, weil am Anfang habe ich ja ganz auf dem Silas gehört, das Trainieren fast täglich mit Kunststücken und alles. Und es wird immer besser. Und du läufst auch schon echt brav mit. Sie las es nicht natürlich. Also ja, es wird immer besser mit denen. Mit ihnen, mit dir. Ah, egal. Wir gehen da runter. Wir laufen da runter. Aber manchmal schaut er noch nach mir. Es dreht so um. Und es war noch in meinem Zimmer. Ich habe da die Terrassentür. Lass mich dann gleich raus. Ich nochmal raus von noch mein Zimmer. Nee, ich habe mich die ganze Zeit angeguckt und ja. Er war die ganze Zeit auf mich warten, hat dann die ganze Zeit, hat sich umgedreht und so. Und jetzt guckt er mich immer wieder mal an. Aber ich glaube, das ist einfach normal so. Ja. Hat einfach ein bisschen so nach mir schaut und weil ich eine Bezugsperson bin. Ich glaube, das ist normal.
dann war ich auf dem Weg nach Snap. Ich habe leider nicht so viel gefilmt, da kam leider nicht so viel, ich war auch nicht so lange drin. Weil es doch nicht so viel gab, wie ich dachte, und irgendwie gab es nicht allzu viele. Ja, ich wollte zum Beispiel von Biotan habe ich ja meine Live-Shopping-Hall das Halsband gekauft. Dazu wollte die passende Leine, gab es nicht. Bei Leckerlis gab es eigentlich nur zur Premiere und so. Ich habe ja letztens so Dr. Claudus für uns entdeckt, da gab es ja auch gar nichts und Dokas gab es auch nichts. Die meisten sagt man irgendwie von Premiere oder so. Aber naja, zeige ich jetzt, was ich gefunden habe. Ja, aber zeige ich mal kurz, was ich geholt habe. Einmal von Chewy, diesen Eimer, den mögen sie gerne so Trainings. Größe und dann noch 30 von Premiere. Normal haben die halt von Schuhe immer, gab es halt nicht. Deswegen ist mal von Premiere. 3 Packungen Trainings Leckerlis. Bossis Mini, die gab es uns noch in der mittleren Größe. Aber wir holen immer die ganz kleine. Playmobil gekauft. Ein Pferdeanhänger. Nein, das ist schon ein Transportgott. Und Pferden, weil wir haben nicht das, weil ich habe ja mal den Mobilland das Tierheim geholt, halt das, wo die Hunde, und da haben wir halt einfach das da noch so einen alten Reiterhof. Ich habe es mal in Session, die werde nicht so einen alten gekauft, ich habe mir dann geschickt und jetzt habe ich halt noch so eine Wagen und Pferden. Jetzt, ja. Wurde das einzig eher mit Hunden, aber wir haben es jetzt als Pferdestall umgebaut und alles. Aber das sieht ja nicht, das ist in meinem Zimmer. Und also, da könnt ihr mal auf seinen Kanal vorbeischauen, die das Welt für die, was interessiert. Ich habe auch noch mit Nioshi Abendrunde gemacht. Immer voll vergessen zu vloggen, aber ich habe auch nicht mehr so viel gemacht, vor allem mit Nioshi spazieren und so. Hab noch mit ihm schon gespielt, habe ich auch nicht so viel gemacht. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Abendrunde, wie ihr sehen könnt. Und danach wurden auch gleich die Fische gefüttert. Ich konnte leider kein Frischfutter mehr holen, deswegen habt ihr heute Trockenfutter bekommen. Aber das ging auch mal. Trockenfutter, halt Fischfutter, ihr wisst ja, was ich meine, halt so in der Dose da. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, normal kriegt halt immer so getrocknet. Gefrorene Würmer aus dem Kühlschrank und so. Aber das ging jetzt auch mal, das kriegt er auch manchmal. Ja, dieses hier auf der Comic-Con, danke, dass du es schon mitgebracht hast. Und hab mir so in so einem japanischen Süßigkeiten-Shop so japanische Süßigkeiten gekauft. Hier alles Mögliche, so Sachen halt. Auch hier voll cool, so wo ich schon immer mal machen würde, aber irgendwie so nie bekommen habe. Hier ist ein Kuchen, der weiß, ja, das Trinken da war auch davon. Und so ein Zeug halt, so Sachen, was es bei uns nicht gibt und immer mal wieder halt zum Probieren habe ich es gekauft. Und immer mal wieder mache ich davon was auf, wenn ich was Lust habe. Und halt habe ich mich entschieden, die hier aufzumachen. Oha, die riechen einfach mal mega cool. Ich habe uns aber noch nie gesehen, gibt es glaube ich nicht so. Ja, Herzform geht so. Aber kriegt man wohl auch nicht so nah. Egal, das probiere ich jetzt mal. Oha, geht einfach mal mega klar. Das sind diese Stäbe da. Erdbeerguss. Also die schmecken richtig lecker, falls man wieder auf der Comic-Con geht. Hol ich sie mir auf jeden Fall nochmal. Genau, das war's auch schon mit dem Video und habe ich halt auch ein bisschen Fernsehen geguckt und so. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich hoffe, es hat das Video gefallen, auch wenn ich manchmal so vergessen habe zu vloggen, nicht so viel geblockt habe. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.